Hallo, liebe Natural Bodybuilding und Fitnessfreunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Barron's Talk 20 Minutes. Heute meine Gesprächspartnerin Melissa Lepanard. Hallo, Melissa. Hallo, lieber Behrend. Hallo, ihr Lieben dort draußen. Melissa, wie geht's dir gerade? Ja, im Moment eigentlich so weit, so gut, deutlich besser. Ich bin an Covid erkrankt, ich bin positiv getestet und habe die letzten Tage so ein wenig was an Symptomen mitnehmen müssen. Aber jetzt seit 2, 3 Tagen geht es mir deutlich besser. Vielen Dank der Nachfrage. Ja, natürlich. Das ist ja, wir leben ja wirklich in schwierigen Zeiten und man kann immer nur mutmaßen, wo man sich infiziert und dann kann man wirklich froh sein, wenn das alles einigermaßen glimpflich verläuft. Das wünsche ich dir. Aber kommen wir jetzt darauf zu sprechen, du als Athletin, warum bist du Natural Bodybuilderin? Also grundlegend muss ich sagen, gibt es für mich keinen anderen Weg. Ich habe mich damals nie für irgendeinen anderen Weg entschieden, sondern es gab wirklich nur diesen einen. Und für mich ist es allein gesundheitlich ein Aspekt, der für mich niemals in Frage kommen würde. Schon alleine dadurch, dass ich ganz andere Prioritäten im Leben habe. Der Sport ist mir sehr, sehr wichtig. Es ist meine absolute Leidenschaft und ich brenne dafür. Aber alles, was darüber hinausgeht, würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Ich wünsche mir mal zukünftig Familie und das, weiß ich nicht, lässt sich einfach mit meiner Lebensweise generell überhaupt nicht vereinbaren. Und dann muss ich auch sagen, reizt es mich sehr, was auf naturaler Ebene wirklich möglich ist. Also was kann ich wirklich aus meinem Körper herausholen? Und das hast du ja auch schon eindrucksvoll bewiesen bei deiner Teilnahme bei einer GmbF-Meisterschaft. Erzähl doch den Zusehern bitte einmal, wie erfolgreich du dort gewesen bist und auch, wie sich das angefühlt hat, auf der Bühne vor so vielen Menschen zu stehen. Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass mein erster und letzter Wettkampf, den ich bestritten habe, ja relativ spontan war. Das heißt, ich habe 3 Wochen vor dem Wettkampf erst entschieden, an den Start zu gehen, nachdem ich quasi mich 2019 spontan in eine Diät begeben habe, um einfach mal wirklich zu gucken, okay, was habe ich die letzten Jahre an Arbeit geleistet. War dann ziemlich geduldig und hatte viel Ausdauer, bis ich dann 3 Wochen vorher ja relativ trocken und fertig war und gedacht habe, okay, du musst jetzt auch einfach mal was wagen und bin dann quasi spontan habe an der internationalen deutschen Meisterschaft 2019 teilgenommen. War für mich alles natürlich sehr, sehr aufregend, weil ich mich vorher überhaupt nicht mit der Thematik Wettkampf-Bodybuilding befasst habe. Musste dann innerhalb von 3 Wochen auch irgendwie das Posing erlernen und ein Bikini mir anschaffen und so. Und war demnach dann am Wettkampftag auch sehr, sehr aufgeregt. Es war natürlich alles Neuland für mich und hatte natürlich auch so ein paar Selbstzweifel, weil vielleicht jeder andere, der sich Monate oder Jahre lang darauf vorbereitet hat, konnte sich da so ein bisschen drauf einstellen. Und bei mir war es halt irgendwie so, ja, ich habe mich selbst so ins kalte Wasser geschmissen. Und bin dann da an den Start gegangen. Es war auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung. Konnte aber am Wettkampftag das Ganze gar nicht so wirklich wahrnehmen, weil ich völlig reizüberflutet war und extrem aufgeregt war. Also der Adrenalinschub war sehr, sehr hoch. Und habe es aber da tatsächlich geschafft, quasi so innerhalb der letzten Wochen von 0 auf Platz 2 zu landen und bin quasi internationale Vize-deutsche Meisterin der Frauenfitnessfigurklasse 2019. Du bist dann auch in der Frauenphysikklasse gestartet? Nein, in der Figurklasse. In der Figurklasse. Also nicht Bikini, auch noch nicht Bodybuilding, aber in der Figurklasse bist du gestartet. Genau. Und kam für dich ein Start in der Bikini-Klasse so zum Anfang nicht in Frage? Wolltest du schon immer mehr Muskeln? Also grundlegend bin ich jemand, die eigentlich nie Wettkampfambitionen hatte. Also das war mehr eine spontane Entscheidung, die ich getroffen habe, aufgrund dessen, dass ich gemerkt habe, dass ich vielleicht doch relativ weit gekommen bin und doch ja talentiert bin in dem, was ich denn da so tue. Und deswegen hatte ich mich vorher mit der Thematik Wettkampf-Bodybuilding nicht befasst. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann an den Start gegangen bin, glaube ich, habe ich schon relativ
weitaus mehr Muskulatur aufgewiesen, als es dann für die Bikini-Klasse nötig gewesen wäre und wäre dementsprechend da auch schon, habe ich den ganzen überschritten. Von daher kam diese Frage gar nicht auf. Wer dich auf deinem Instagram-Profil sieht und die Bilder, die du dort präsentierst, sieht ja auch ganz deutlich, dass du eine sehr kompakte und massive Muskulatur dort zeigst. Trainierst du speziell auf Volumen, auf Masse? Ernährst du dich entsprechend? Oder würdest du sagen, das ist so deine Genetik, die dich einfach für das Bodybuilding, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, weil ich denke, bei deiner Veranlagung ist Bodybuilding nachher letzten Endes die Klasse, auf die es dann ankommt. Widersprichst du mir da zum einen und trainierst du spezifisch für Muskelmasse? Sowohl als auch. Also ich glaube, ich habe im Laufe der Zeit doch dann auch selbst mal verstehen müssen, das ist ja mal relativ schwierig. Selbst neigt man ja auch oft dazu, sich dann doch mal schlechter zu machen, als man dann doch ist, ne? Und das eigene Selbstbild ist ja manchmal doch auch verzerrt, das gebe ich auch wirklich zu. Aber letzten Endes glaube ich schon, dass ich genetisch relativ gut aufgestellt bin. Das spielt mir zum einen natürlich positiv ins Spiel, dann aber auch passe ich demnach mein Training an. Also ich habe nach dem letzten Wettkampf es doch relativ gut geschafft, auch loszulassen, auch von meiner Wettkampfform und habe halt auch verstanden, okay, Wettkampfathletin zu sein bedeutet natürlich auch loszulassen und Veränderung heißt Leben und dementsprechend muss ich mich dann auch, wenn ich denn Fortschritte erzielen möchte, mich demnach auch anpassen. Das heißt, mein Training und demnach dann auch meine Ernährung. Also ich würde schon sagen, dass ich schon relativ lang mich jetzt auch in der Off-Season befinde und meine Kalorienzufuhr ist auch nicht gerade gering. Muss auch sagen, dass ich aufgrund meines Arbeitsalltages in der Klinik, weil ich beruflich in der Medizin tätig bin, auch relativ aktiv bin und zu meinem, sagen wir mal, sportlichen Aspekt beziehungsweise zu meinem sportlicher Leistung dann halt auch mein Grundumsatz deutlich höher ist als vielleicht jemand anderes, der einer Bürotätigkeit nachgeht und würde schon auch sagen, dass ich auf jeden Fall auch das Training und der Ernährung dann dementsprechend auch anpasse. Also es ist nicht nur der genetische Aspekt, der wahrscheinlich da auch eine ganz große Rolle spielt, sondern das Training natürlich auch. Verstehe ich das richtig, dass du im Training dann entsprechend auch die Grundübungen ausführst, wie Kniebeugen, Kreuzheben, Schulterdrücken, solche Geschichten? Oder bist du doch eher ein Freund von Isolationsübungen? Sowohl als auch. Ne? Das hat natürlich je nach Muskelgruppe zu tun. Also generell im Moment fahre ich einen Fünfer-Split, um vielleicht das einfach mal ganz kurz anzuschneiden. Es gibt ja viele Athleten, die fahren das System Push-Pull-Beine. Ich muss ehrlicherweise sagen, da komme ich nicht so gut mit zurecht, weil ich dementsprechend die Leistung dann nicht so gut abrufen kann, wie als würde ich die Muskelgruppen splitten. Das tue ich jetzt eigentlich schon ziemlich lang. Ich muss sagen, damit fahre ich mich relativ gut und habe da auch wirklich meinen Weg gefunden, dass ich sagen kann, okay, ich habe ein Trainingssystem gefunden, mit dem ich wirklich relativ gut fahre und wo ich auch wirklich merke, damit erziele ich auch weiterhin Erfolge. Und muss auch sagen, dementsprechend, dass Grundübungen wie zum Beispiel Kniebeugen, Kreuzheben, ob jetzt Military Press, also Schulterdrücken etc., auch wirklich ich variiere und aber auch wirklich schwer ausführe. Aber es dann natürlich auch Isolationsübungen gibt, wo ich dann dementsprechend meine im Wiederholungsbereich sind, wo ich etwas höher anlege. Also das variiert eigentlich, ja. Ja, ist ja auch aus meiner Sicht die perfekte Mischung, weil Grundübungen geben halt dieses Gefühl von Power, Kraft und Masse und Koordination. Und Isolationsübungen geben dir dann wirklich dieses schöne, isolierte Gefühl in der Muskulatur. Und das ist einfach eine schöne Kombination. Gehen wir noch kurz auf deine weiteren sportlichen Ziele ein. Was möchtest du als Athletin im Naturalsport noch erreichen? Ja, also grundlegend muss ich ja erstmal sagen, habe ich natürlich jetzt Blut geleckt nach dem letzten Wettkampf. Bin ich da doch wirklich gefasst und es wird auf jeden Fall für mich noch einen nächsten Wettkampf geben. Jetzt ist es natürlich aufgrund von Corona etwas schwierig, da auch wirklich einen Zeitrahmen irgendwie festzulegen, denn niemand von uns weiß, wie es in den nächsten Wochen, Monaten auch immer weitergehen mag.
sollten auf jeden Fall dieses Jahr Wettkämpfe stattfinden, würde ich wahnsinnig gern an den Start gehen. Da muss ich auch einfach mal gucken, aber ich werde mich in keine Wettkampfvorbereitung begeben, solange wir da nicht das Go von unserer Regierung bekommen, dass dann auch wirklich wieder Veranstaltungen stattfinden dürfen. Ja. Aber ja, um groß zu sagen, lieber Berend, ich meine, es gibt Damen und Herren, die einfach nur dabei sein möchten. Jetzt habe ich natürlich beim letzten Wettkampf die Silbermedaille mit nach Hause genommen und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es kein Wunsch wäre, das nächste Mal Gold mit nach Hause zu nehmen. Also mich hat da schon auch der Ehrgeiz gepackt und selbstverständlich wäre das ein großes Ziel und natürlich auch ein Wunsch und dementsprechend alles andere, was dann natürlich sollte Gold für mich drin sein, was es dann so mit sich bringt. Ob ich dann auch natürlich international mal an den Start gehe, ne? Das wäre natürlich eine ganz feine Sache. Aber ich muss auch sagen, es gibt viele Athleten und Athletinnen dort draußen, die wirklich ganz toll sind. Und dann wird man halt am Wettkampftag sehen, was das Ganze so die letzten Jahre mit sich gebracht hat, auch an Arbeit, auch an Leistung. Und dann möge einfach der Beste gewinnen. Definitiv, da bin ich ganz, ganz bei dir und ich stimme dir 100% zu. Und ich habe aber ein gutes Bauchgefühl bei dir als Athletin, dass du noch ziemlich viel erreichen kannst. Und jetzt stelle ich mir aber die Frage, du hast zum Eingang unseres Gesprächs gesagt, der Sport ist ein Teil deines Lebens, ein wichtiger Teil deines Lebens. Und ich verfolge ja auch deine Instagram-Posts und finde es immer sehr bemerkenswert, im positiven Sinne, dass du auch über Emotionen schreibst, über zwischenmenschliche Themen. Was hat dich denn dazu bewogen, auch diese Komplexität im menschlichen Dasein so für dich zu beschreiben oder für die Außenwelt auch darzulegen? Du meinst jetzt aufgrund der zwischenmenschlichen... Ja, zum Beispiel schreibst du über Liebe, du schreibst über Emotionen, über schlechte Zeiten. Was ist da für dich so der Antrieb? Viele Athleten zeigen ja ihren Körper und wie sie ihre Übungen machen, aber gehen nicht so sehr in diesen emotionalen, psychologischen Aspekt mit rein. Also grundlegend muss man ja sagen, Berend, gerade auch Social Media oder Instagram ist nun mal trotz alledessen ein Profil oder eine Seite der Selbstdarstellung. Da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist nun mal einfach so. Ich bin aber grundlegend ein Mensch, der natürlich für den Sport brennt, aber ich bin trotz alledessen auch der Meinung, dass es noch so viel mehr im Leben gibt als nur Sport. Weißt du, das wird von vielen Leuten vergessen, gerade jetzt in der heutigen Zeit wird so viel um den ganzen Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle gehypt. Viel muss man sich immer nach Plan halten, alles strukturiert machen. Aber viele Leute vergessen zu leben, weißt du? Mein Tipp immer an die Außenwelt ist auch einfach so ein bisschen auch mal loszulassen. Man muss nicht alles immer bis ins kleinste Detail wirklich planen. Klar, man muss sich an das Wesentliche halten und... ja, bin aber immer der Meinung, umso weniger man sich auch gedanklich immer wirklich auf eine Sache versteift, desto einfacher wird das Ganze, weißt du? Ja, man einfach mal wirklich freien Lauf lassen und wirklich darauf vertrauen, dass alles auch so kommen soll, wie es kommen soll. Ja, da bin ich auch wieder ganz bei dir. Es ist ein schmaler Grat zwischen Disziplin und Verkrampftheit und Zwang. Also ein bisschen mehr Gelassenheit ist in manchen Situationen sehr, sehr gut. Und auch, dass eben der Sport nur ein Teil ist, wenn auch ein wesentlicher. Und ich aus meiner Erfahrung kann sagen, das Natural Bodybuilding hat mich auch als Mensch insoweit auch positiv beeinflusst, dass es mir eine hohe Widerstandsfähigkeit verliehen hat. Man spricht ja in dem Zusammenhang von der Resilienz bei problematischen Situationen, sei es im Berufsleben, sei es im Privatleben. Jeder kriegt mal den Hammer auf den Kopf und muss dann halt wieder aufstehen, wenn er überleben will. Ich sag's mal drastisch. Und da hilft halt, oder hat mir der Sport sehr geholfen. Ich gehe davon aus, dass du auch solche Erfahrungen gemacht hast. In Krisensituationen besinnt man sich wirklich auf die innere Stärke, die man als Athlet auch dann sich erworben hat. Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen,
dass ich dem Natural Bodybuilding nachgegangen bin, kam damals aus einer Lebenskrise, sage ich jetzt einfach mal so. Es war damals tatsächlich nur ein Kompensationsmechanismus für mich, woraus sich dann quasi im Laufe der Zeit eine absolute Leidenschaft entwickelt hat. Und ja, worüber ich auch wirklich sehr, sehr dankbar bin, weil ich würde tatsächlich auch sagen, dass meine Form beziehungsweise meine Willensstärke, die ich heute so im Laufe der Zeit entwickelt habe, es vielleicht auch nicht so gewesen wäre, hätte es sich damals nicht so ergeben. Ne? Also das muss sagen, das sollte alles schon so sein. Ja. Im Nachhinein ist es immer so, und ich hatte auch, für mich war die Initialzündung damals auch vor jetzt 30 Jahren, ich bin ja jetzt schon 44 Jahre dabei, aber damals hatte ich auch eine Krise, da hatte mich dann meine Freundin verlassen vor 30 Jahren und da habe ich gesagt, so jetzt trainierst du alles und gibst Vollgas und wenn du umkippst, dann habe ich mich wirklich fokussiert aufs Training und so ist dann alles entstanden. So ist eigentlich, es war eigentlich, diese Krise war der Ursprung, dass ich nachher die GmbF aufgebaut habe, Bücher geschrieben habe und so weiter. Also jede Krise hat auch durchaus etwas Positives und manchmal auch etwas Lebensveränderndes. Melissa, noch ganz kurz, wir haben nur noch 2, 3, 4 Minuten. Wir beide machen ja auch zusammen mit dem Olaf Mann den GmbF-Podcast. Wir haben einige Folgen jetzt vorproduziert und hoffen, dass wir jetzt im Januar oder im Februar an den Start gehen können. Ist halt ein Projekt, was ein bisschen mehr Vorarbeit benötigt. Finde ich ganz toll, dass du da als Host mit an Bord bist. Was geben dir diese Gespräche, deine Interviewpartner und Partnerinnen selber mit? Ich muss sagen, am Anfang natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, weil es natürlich etwas war, was ich vorher noch nie gemacht habe und musste mich natürlich erstmal so ein bisschen was reinfinden. Ging aber relativ schnell, weil ich glaube, behaupten zu können, dass auch ich jemand bin, die relativ offen und schnell auf Leute zugehen kann. Ich fand es unheimlich toll und ich freue mich auch noch auf weitere Gespräche, die ich dann noch mit den verschiedenen Athleten und Athletinnen führen darf, deren Geschichte wirklich kennenzulernen. Und ich finde es auch ganz toll, dass sie mich oder dann auch die Zuhörer und Zuhörerinnen an ihrer Geschichte teilhaben lassen. Und ich finde besonders interessant immer zu Beginn auch, wie sie überhaupt zum Natural Bodybuilding gekommen sind. Das ist, finde ich, somit das Interessanteste. Natürlich kann man sich über die Wettkämpfe unterhalten, über Schattenseiten oder über Diätvorgänge. Aber wie Leute überhaupt wirklich zum Natural Bodybuilding gekommen sind, was war der Grund, warum sie gestartet sind? Das ist wirklich immer was, was ich sehr, sehr interessant finde und wo ich halt unheimlich gerne zuhöre. Also da freue ich mich auch auf die nächsten Damen oder Herren, die ich einladen darf und hoffe natürlich auch ganz bald, dass unser Podcast jetzt schnellstmöglich dann auch an den Start geht, sodass wir auch der Welt quasi kundgeben können und sie an deren Geschichten von anderen Leuten teillassen haben können. Sehr gut, Melissa. Und wie immer in meinem Format hat mein Gast dann noch, sag ich mal, das Schlusswort. Was gibt es aus deiner Erfahrung Wichtiges, was du jetzt jungen Athletinnen mitgeben möchtest, die leistungsmäßig ins Training einsteigen wollen und Wettkampfambitionen hegen? Ja, also grundlegend möchte ich euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach mal mit auf den Weg geben, auf jeden Fall ordentlich Selbstvertrauen zu haben. Man muss an sich glauben, weil wenn man da wirklich im Zwiespalt steht und nicht an sich selbst glaubt, dann wird es wirklich schwierig. Es ist auch sehr wichtig, nicht immer allem zu glauben, was man auf Social Media wirklich so breit trägt. Ja, eine Wettkampfvorbereitung ist definitiv nicht ohne. Da muss man schon mit Biss dabei sein. Aber es ist jetzt auch nichts, was man nicht schaffen kann, weil wenn man wirklich etwas will, was man noch nie hatte, dann muss man nun mal etwas tun, was man noch nie getan hat. Und wenn man da wirklich mit genügend Selbstvertrauen dabei ist, dann kann das eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache werden. Melissa, ganz herzlichen Dank für dieses informative, kurzweilige Gespräch, auch den Einblick in deine Athletenlaufbahn. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen in diesen schwierigen Zeiten und dass du weiterhin so gut im Training bleibst. Und wünsche dir für deine sportliche Laufbahn, aber auch für dein weiteres Engagement überhaupt im Natural Bodybuilding und natürlich im Leben alles Gute. Vielen Dank, Melissa. Ich danke dir, lieber Berend. Tschüss. Danke, dass du Gast sein durfte. Gerne. Danke.